wieder zur mittlerweile 24. Folge der FMC-Challenge. Ich sag's irgendwie immer falsch, weil in FMC steckt das C ja von Challenge schon drin. Warum sag ich also FMC-Challenge? Ich glaube, das hat mir schon mal geklärt. Auf jeden Fall, für alle, die sich wundern, was ich hier tue, Infos in der Videobeschreibung. Und für alle, die sich wundern, warum ich diese Woche immer noch das gleiche anhabe wie vor 2 Wochen, liegt daran, dass ich hier alles im Stück aufnehme, weil ich Mitte November sehr beschäftigt sein werde. Und deswegen ein bisschen Schiss habe, dass ich die Bilder dann nicht mehr rechtzeitig abliefern kann. Deswegen mache ich das alles jetzt in einem Rutsch und willkommen zum dieswöchigen Wunsch. Der dieswöchige Wunsch war eine Umfrage, die ich vor geraumster Zeit gemacht habe. Eigentlich vor ein paar Wochen oder so. Wann kommt das Video raus? Ach ja. Es gab ja im Oktober die Inktober-Challenge, an der ich teilgenommen habe. Vielen Dank nochmal, Murdoch, dass du mich drauf gebracht hast. War super, hat super viel Spaß gemacht. Ich habe es so total gern gemacht und die Bilder sind... Ach, ich liebe die Bilder, die sind alle so wundervoll geworden. Und ich hatte eine Umfrage gemacht, was denn das Lieblingsbild geworden ist. Und große Überraschung, als ob es nicht schon offensichtlich gewesen wäre, weil es ziemlich oft in den Kommentaren stand, Noisy hat gewonnen. Woo! Obwohl ich mich ja echt immer noch wundere, dass Noisy gewonnen hat. Ich habe ja eigentlich, ohne Scheiß, ich habe echt gedacht, das ist irgendeins von den perverseren Bildern geworden ist. Aber nein, ihr seid alle wirklich sehr anständig und sehr niedlich. Das finde ich toll. Bleibt so, wie ihr seid. Es ist auf jeden Fall Noisy geworden. Ihr könnt euch hier unten angucken, wie ich dieses Bild koloriere, wie ich es zeichne. Kann ich es natürlich nicht mehr machen, ich kann es nur noch kolorieren, weil gezeichnet habe ich es halt schon im Oktober. War im Übrigen das zweite Bild. Ich hatte zu der Umfrage ja ein kleines Gewinnspiel gemacht. Und zwar hatte ich mir das so gedacht, dass sich alle, die für das Gewinnerbild gestimmt haben, die Umfrage ist beendet, ihr braucht also nicht mehr dran teilzunehmen, die werfe ich in einen Topf und ziehe dann einen raus. Und derjenige gewinnt dieses Bild, das ich hier gerade koloriere, als Kunstprint und als Postkartenprint. Ich habe den Gewinner noch nicht bestimmt. Das werde ich noch tun. Ich werde denjenigen dann auch anschreiben, dann wahrscheinlich per E-Mail oder so. Du wirst dann von mir eine Nachricht bekommen. Kann ich jetzt leider noch nicht sagen, wer das ist, weil wie gesagt, ich habe es noch nicht gemacht, aber ich werde ihn auf jeden Fall benachrichtigen. Auf jeden Fall kommen wir zur dieswöchigen Frage. Und die kommt von Sandra Marcel. Und sie fragt, wie war das Jahr für dich? Also. Nee, das war ein Insider von Misu. Ich kann auch gar nicht wirklich sagen, wie das Jahr abschließend war, denn es ist gerade irgendwie Mitte November oder so. Anfang Mitte November. Welches heute? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Ihr wisst ja, wann das Video in etwa rauskommt. Das ist auch scheißegal. Das Jahr war sehr anstrengend. Das war also für mich was vor allem körperlich in dem Sinne anstrengend, weil ich irgendwie in diesem Jahr verdammt oft krank geworden bin. Also ich hatte Erkältung gehabt, ich hatte eine richtig krasse Grippe gehabt, die 2 Wochen gedauert hat. Ich habe eine Lungenentzündung gehabt. Ich habe eine Mandelentzündung gehabt. 2-mal sogar. Ich hatte ganz viele schlimme Sachen. Also ich bin noch nie in meinem Leben so oft krank geworden. Ja, ich hatte halt wieder sehr viel Stress gehabt. Ich habe sehr viel gearbeitet. Für Miso hat sich ja auch viel getan, weil sie in diesem Jahr angefangen hat zu arbeiten. Und ja, viele Veränderungen, viel Durcheinander. Aber es war an sich ein schönes Jahr. Ich kann vor allem noch den Sommer loben, wettertechnisch. Weil es war ja nun wirklich nicht so pratzwarm wie letztes Jahr. Also letztes Mal war ja Sahara-Hitze zum Umbringen scheiße und dieses Jahr war es immer so, ach ja, so ein paar Tage zwischendurch, ein bisschen heiß, aber ansonsten nicht. War halt nur der Altweibersommer, der dann scheiße war, eine Woche oder anderthalb Wochen prallende Hitze. Aber ansonsten war es sehr schön. Ja, also das ist eigentlich so zusammenfassend mein Jahr. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie für euch das Jahr war. Also ich mache das gerne so, am Ende vom Jahr reflektiere ich immer so ein bisschen, wie das Jahr war und schreibe so nochmal reflektierend die Monate auf, was passiert ist und woran ich mich noch erinnern kann und ob ich irgendwas gelernt habe. Genau, das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Schreibt mir auf, was ihr gelernt habt. Schreibt mir auf, was ihr dieses Jahr gelernt habt. Also jetzt nicht unbedingt schuletechnisch, weil da lernt man auf jeden Fall was. Oder, ne? Aber schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Das war es auf jeden Fall, das zu dieser Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten und allerletzten Fanart-Meme-Folge. Challenge-Folge. Fanart-Meme-Challenge-Folge. Und wir sehen uns dann. Bis dahin.
Ui. Das immer wieder zur mittlerweile 24. Folge der FFCC. Der kommt von... Achso, scheiße. Dieses Bild ist hier... Ne? Stimmt. Nee, passt so. Achso, nee, Schnitt, das muss ich nochmal machen. Und ich hatte zu diesem Bild... Kunstprint... So, das war alles, was ich sagen wollte, und dafür habe ich jetzt fünf oder sechs Takes gebraucht. Gott, ey. Ich kann vor allem immer noch den Sommer loben. Oi. Oi. Ich brauche in letzter Zeit echt zu viele Takes zum Aufnehmen. Aber es liegt doch daran, dass ich das in letzter Zeit so wenig mache. Beschwere ich mich gerade darüber, dass ich nicht mehr aufnehme? Naja, ist ja auch egal. Hm.